Dieses Video ist eines unserer spannendsten Abenteuer. Oh Gott, ich muss jetzt mal Luft holen. Wir besuchen einen wirklich spektakulären Lost Place. Eine Millionenvilla irgendwo in Belgien, die seit dem Tod des Eigentümers im Jahr 2016 unbewohnt ist. 6.772.000. Das ist doch ein Millionenbetrag. Alles ist noch komplett eingerichtet. Aber dieser Lost Place hat es in sich. Und gerade weil dieser Ort so außergewöhnlich ist, gehen wir diesmal auch ein großes Risiko ein. Ich muss echt sagen, ich finde es ultra unheimlich hier drin. Leute, ich habe gerade echt übelst Angst. Richtig Angst, ey. Boah. Wie noch der Strom geht, Anja. Sollten wir noch lieber abbauen. Ich hatte eh schon so ein schönes Gefühl. Dicht und Polizeisiegel. Oh oh. Ich glaube, das Fenster steht hier wahrscheinlich offen. Ne? Sowas von Puls gerade. Unfucking fassbar. Oh Leute, der Eingang. Ich bin gerade übelst am Zittern, aber richtig, richtig, richtig krass. Oh, das sieht so aus. Wenn hier noch welche wohnen würden.
Leute, ist das krass. Das ist ja der Wahnsinn. Ist das heftig. Hier sind direkt rechts die Nachbarn. Die muss ich echt aufpassen. Ich glaube auch, dass die den Rasen hier mähen. Damit das Ganze nicht so verlassen aussieht. Hier ist auch schon zugemacht worden, dass hier niemand rein kann. Aber ich frage mich wirklich, warum die hier nicht mehr wohnen. Vorbeigehen. Leise. Ist das Fenster weiter offen? Nein, es geht nicht weiter offen. Alter. Komm schnell langsam rein. Da ist ein Nachbar, deswegen pass auf. Was ist das? Da ist ein Nachbar da. Ist mir doch egal. Ich kann nicht mehr. Ich bin so schnell gelaufen, ne? Also zumindest. Anja, das ist so der Hammer, die Location. Ich weiß. Ich kann nicht mehr, ich bin richtig am Zittern gerade, wirklich. Ich habe richtig, richtig Angst. Ich bin so froh, dass du jetzt da bist, wirklich. Ohne Witz. Ich kann dir vorstellen. Weil ich laufe, hast du mich gesehen? Ja, ich habe dich vorbei. Ich habe ein Fenster offen und dann, wie so ein Blitz bist du doch vorbei. Richtig, wo ist diese scheiß Eingang? Ich habe extra gesagt, wo die Pangasflasche steht. Ja, ich sehe es. Ja, so im Modus. Es kam mir auch so vor, also ich bin, oh Gott, ich muss jetzt mal Luft holen. Diese Aufregung und sich dann noch sportlich betätigen. Ich bin so schnell gelaufen, weißt, weil das war der Moment, wo kein Auto kam. Weißt, ja. Und ich schneller drüber. Ich dachte so, Alter, wie ist die denn so schneller drüber gekommen? Weißt, und dann hat sich angefühlt, als ob ich irgendwie auf der Stelle treten würde. Also ich bin gar nicht vorwärts gekommen. Dann lass mal die Kamera rausholen, dann können wir jetzt endlich mal. Ich habe das Stativ übrigens noch in den Rucksack gepackt, ne? Ach so, okay. Ja, sicher. Ist sicher. Hier ist der Haupteingang gewesen, ne? Ja. Da haben sie auf jeden Fall schon ein bisschen zugestellt und zugemacht vor allen Dingen, ne? Ja. Hier bin ich gerade schon einmal ganz kurz durchgelaufen. Hier war offenbar. Was ist das hier, sag mal? Das war doch mal eine Katze oder sowas. Ja, das war wohl mal eine Katze. Das zeigen wir jetzt lieber nicht, Leute. Da sind doch noch die Pfoten. Ja, die erkennst du gar nicht. Bitte mehr. Nicht drüber sprechen. Ist schon unheimlich genug gerade hier in dem Haus. Nur hier nicht noch unbedingt eine Katze. Hier auf jeden Fall in den Schränken alles noch eingerichtet hier. Das ganze Service. Alles noch komplett da. Boah, heftig, Anja. Und was ich finde, hier direkt auffällt, dass die hier einen Kamin hatten und noch einen Heizlüfter. Das wird auch die Gasflaschen draußen erklären. Ja, genau. So. Die sind ja dafür da. Radiator. Einfach krass, ne? Hier steht einfach alles noch. Bin so richtig auf Adrenalinsäure, ne? Ja, ich auch. Guck mal hier. Kennst du sowas noch? Sowas hatten meine Eltern damals auch. Was ist das? Ach, eine ganz alte Kamera. Ach, wie krass ist das denn? Ja. Hab ich auch gehabt früher. Boah, hab ich mich erschrocken. Hast du dich auch erschrocken? Nee, wovor? Vor dem Tier hier. Nee, die müssen aufpassen, dass die Nachbarn auch wieder auf der anderen Seite sind. Boah. Hast du dich nicht vor dem Gorilla erschrocken? Nein. Wow. Ja, oh, jo, hier sitzt ein Gorilla. Hab ich grad gar nicht gesehen, ey. Nee, den kann man auch ganz schön lassen. Hast du recht. Boah, ist das heftig, oder? Ja. Diese riesengroße, wie nennt man sowas? Galerie, ne? Ja.
oben die ganzen Bücher noch in den Regalen. Das ist ja echt im Top-Zustand, ne? Die Kronleuchter hier, ne? Ja. Und du siehst ja schon mal hier, an den Wänden ist überall Schimmel. Also sprich, das steht nicht erst seit gestern hier leer. Und das ist dann noch so aussieht. Hier sieht man das auch sehr, sehr deutlich, was Anja meint, die Schimmelspuren. Übrigens ist da auf der anderen Seite auch noch ein Eingang, ne? Da steht ein Fensterhaufen, also eine Tür sogar. Ah, okay, dann hätten wir also noch einen alternativen Fluchtweg, ne? Hier offenbar ein ganz altes Bild. Vermutlich von, ja, jemand, der hier mal gewohnt hat, ne? Hey, aber das ist nicht die Urne, oder, Anja? Ich hoffe nicht, Sabine. Oh mein Gott, das wäre ja richtig, richtig, richtig heftig, wenn das jetzt hier wirklich die Urne wäre. Guck doch mal in die Urne rein, Sabine. Nee. Meinst du, das ist eine Urne? Ja. Sieht ja schon irgendwie so aus, ne? Ja, aber das werde ich nicht anfassen. Sabrina war auch sehr, sehr aufgeregt und hat deswegen unsere Handschuhe vergessen. Also, ja. Ja, wir wollen das jetzt auch nicht unbedingt anfassen und reingucken. Und wer weiß, was einen da noch so, ja, erwartet. Eins ist auf jeden Fall schon mal klar. Das Video werden wir hier versuchen, relativ schnell zu drehen und uns nicht allzu lange hier in dem Gebäude aufhalten. Weil ich einfach auch nicht weiß, ob man mich vielleicht vorhin gesehen hat. Oder mich. Oder dich jetzt gerade gesehen hat, weil du bist ja ziemlich laut vorbeigerannt. Und einfach dieses Grundstück links und rechts direkt Nachbarn befindet. Komplett und ich, offen, ja, auch, ne? Ja, ich kann jetzt echt wirklich hier stehen, Leute. Und ich sehe die beiden Autos von den Nachbarn, die da drüben ihre Hecke ungefähr auf 1 Meter gestutzt haben. Ne? Das ist echt richtig, richtig gefährlich gerade für uns, hier zu sein. Ja, deswegen nicht lange schnacken. Lass uns weiter gucken. Hier liegen auch richtig viele Schlüsselbänder, Schlüsselbund. Ja. Schlüsselanhänger, ja. Mehrere. Ja, jetzt sind halt Leute, die sind komplett gerade im Hype, ey. Ein Portemonnaie, so ein kleines, wo man halt einfach nur so Kleingeld oder sowas reinpacken kann. Ich würde so gerne anfassen alles, ne? Aber es ist halt alles sehr schwierig ohne Handschuhe. Es tut mir sehr leid. Ja, ich weiß. Guck mal oben, der Kronleuchter. Auch echt richtig, richtig schön. Ja. Aber mit dem Gorilla ist natürlich auch echt krass. Und da, guck mal, da hängt so eine Mona Lisa noch, ne? Ja. Heftig. Hier war offenbar auch so eine Sitzecke, auch mit einem Kamin. Und da drüben einige Bücher. Aber weißt du, was ich komisch finde? Was? Ich meine, es war ein sehr schöner, großer Raum hier, aber es ist irgendwie nicht so richtig abgetrennt, sag ich jetzt mal, ne? Hier steht eine Couch. Da steht eine Couch und dazwischen dann quasi zwei Tische. Hm. Das ist irgendwie ganz komisch, eher wie so ein Restaurant oder so, weißt du, oder irgendwie so ein Café oder sowas. Die waren sehr gesellig gewesen, ja. Kann sein, ja. Sehr gesellige Menschen. Vielleicht haben hier die Männer gesessen abends mit einem Cognac und ja, da drüben. Jetzt bist du aber altmodisch, ne? Jetzt bist du altmodisch. Und da hinten dann die älteren Damen, ne? Genau, genau. Auf jeden Fall, Leute, ist einfach alles noch da. Hier der schicke Kronleuchter und hier die ganzen Deko-Elemente, einfach alles noch komplett vorhanden. Das ist echt der absolute Wahnsinn, dass hier wirklich einfach alles noch da ist. Ne? Hier sieht man es, die ganzen kleinen Figuren, die hier gesammelt worden sind. Dazu noch dann die Bücher, die hier im Regal drin stehen. Unten, ach guck mal, hier unten ist noch eine Spielesammlung. Trivial Pursuit haben die hier gerne gespielt, offenbar in ganz vielen verschiedenen Editionen. Das ist echt Wahnsinn. Das ist echt eine richtige, richtige Zeitkapsel hier. Also ich muss dir echt sagen, ich finde es ultra unheimlich hier drin. Ich weiß nicht warum. Ganz komisches Gefühl hier drin. Das ist aber hier ganz eigenartig, wo wir uns hier gerade befinden. Anja, nee, das ist nicht eigenartig. Ich glaube, das sind zwei verschiedene Häuser in Anführungsstrichen. Okay. Zwei getrennte Wohnungen oder wie man es nennen mag. Weil hier ist ja eine extra Tür. Und hier ist nochmal eine Tür nach draußen. Ah, okay. Ist nochmal ein extra Eingang, ne? Ja. Schaut mal hier, die Treppe. Wie die aussieht, ne? Komplett Schimmel. Ja. Die klatschen sich im Auflösen auf. Ja, das Holz löst sich auch schon überall ab. Ja. Da kannst du direkt durchgucken. Da ist offenbar die nächste Küche gewesen. Ich glaube, hier hat man doch die Möglichkeit rauszukommen. Was ist da in diese Tür? Ne, die wurde zugemacht, hier unten die Tür. Ich dachte hier, dieses Fenster wäre offen, aber ist gar nicht offen. Das ist dieser Sprossen. Also gibt es doch nur einen Ausgang. Schau mal, hier ist von der US Air Force. Ob das irgendwas damit zu tun hat? Möglicherweise, ne? Und hier? Was ist das? Die haben auf jeden Fall, du hast ja schon gesagt, die haben gerne gespiegelt, ja. Die waren sehr gerne gesellig. Ja. Und das passt ja auch dazu. Guck mal hier, diese ganzen Chips, das wird ja wahrscheinlich irgendein Spiel gewesen sein. Und hier sieht ganz ein bisschen aus wie Pokerchips oder Roulette oder so, ne? Guck mal, hier ganz viele Kartenspiele auch drin. Hier kommen wir in unseren Bereich, sagen wir, ins Badezimmer.
Beziehungsweise eigentlich nur Toilette, würde ich sagen. Hier eine sehr eklige Toilette. Aber dann guck dir das mal bitte an. Ja. Wie das aussieht, ne? Das ist so ein scherzroter Farbverlauf. Richtig, und richtig hässlich. Die ganzen Armaturen in Gold. Schon krass. Blick nach draußen werfen. Aber sieht alles safe aus. Okay, hier war offenbar dann das Wohnzimmer von dem anderen Bereich gewesen. Auch mit einem Kamin, wie man hier sieht. Und hier noch die Fotos von den Angehörigen. Das ist ja schon überall, ne? Ja, das sieht jetzt nicht so. Obwohl, das geht noch, aber die anderen sind ja, schon die sehen schon älter aus. Vielleicht sind das hier Enkelkinder oder so. Also ein Enkelkind. Schaut mal hier. Der Blick in den Garten. Ich weiß nicht, ob man es gerade gesehen hat bei mir. Die hatten einfach einen Pool und ein Boot. Wie krass ist das denn? Also nicht für den Pool, aber... Nee, ein richtiges Boot fürs Meer, oder? Ja, das ist schon heftig, der Garten. Gewässer halt. Krass. Ja. Richtig, richtig schön, ne? Kann man sich richtig gut vorstellen, wie das mal ausgesehen haben muss. Ich finde, so verwildert ist es ja jetzt auch nicht, aber schon sehr, sehr in die Jahre gekommen, ne? Ich denke, das wird auch irgendjemand geben, der hier den Rasen mäht, weil das ist definitiv zu gepflegt, in meinen Augen. Ja, ist es auch. Vor allem musst du mal überlegen, was für einen Wert das hier hat, ne? Ja. Das wird ja einen Millionenbetrag hier haben. Und dann steht es einfach so leer und keiner kümmert sich im Endeffekt drum, ne? Zumindest nicht hier drin. Oh, hier ist aber richtig gut zugestellt, ne? Ja, hier war mal so eine Art Arbeitszimmer. Sieht für mich alles so ein bisschen aus wie 90er Jahre, ne? So der Fernseher und alles, ne? Alles sehr rustikal auch eingerichtet, ne? Ja, wie es damals halt so war, ne? Ja. Boah, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gerade ein bisschen lockerer. Also ich bin gerade so ein bisschen mehr so, nicht mehr auf Puls 180, ne? Ich hoffe, es bleibt auch so und wir haben hier nicht nur irgendwie gleich eine unliebsame Bekanntschaft. Ach, guck mal hier, so ein Foto von einer Mannschaft. Da hinten in der Ecke. Champion 89 bis 90. 89, 90, guck mal, was ich gerade schon so vermutet hatte, ne? Ja. Dass es eventuell so mit 90er Jahre alt ist, ne? Richtig, aber ich habe noch was sehr, sehr Interessantes gefunden, nämlich Kontoauszüge und ich sag mal so, da gingen keine kleinen Beträge ab und drauf vor allem. Also hier einmal plus 80.000, plus 17.000, 20.000. Vor allem, guck mal den Kontostand, ey. Fast 100.000. Das ist doch ein Millionenbetrag. Jo, Leute. 6.772.000. Krass. Ja gut, dass hier nicht gerade arme Leute wohnen, ne? Das, denke ich mal, ist ja auch eigentlich ersichtlich. Ne? Ja. Anhand von dem Grundstück, anhand von dem ganzen Haus, wobei man kann eigentlich gar nicht mehr von Haus sprechen, sondern es ist eher eine Villa, ja. Krass, ja. Hörst du das? Jo. Hier brummt was, ne? Ach du Scheiße. Das ist nicht gut. Guck mal, da oben ist Bewegungsmelder. Ach du Scheiße, das ist noch schlechter. Ich habe vorhin schon gedacht, von draußen eine Kamera gesehen zu haben, aber war, glaube ich, doch hoffentlich keine Kamera. Aber das könnte jetzt, das ist auf jeden Fall ein Bewegungsmelder. Geh mal weiter. Nee, ja klar. Bin jetzt bist du schon eh drin reingelaufen. Nee, der geht dann auch dahin. Scheiße. Aber hier brummt es ja definitiv. Ich hoffe, das hört man auf der Kamera. Nee, das wirst du, glaube ich, nicht hören. Das kommt doch von da, oder? Komm mal da raus. Aus der Ecke. Geh mal anders so rum. Was soll ich machen? So rumgehen. Guck mal hier. Das ist die Alarmanlage gewesen, ne? Siehst du das? Habe ich draußen auch schon gesehen, dass die eine Alarmanlage hatten. Ich glaube, das ist der Kühlschrank. Wo ist denn der Kühlschrank? Weiß ich nicht, aber hört sich an wie ein Kühlschrank. Oh, guck dir die Spinde in mir an. Das wird einfach lauter. Ach du Scheiße, was ist das? Ach, wo kommt das Geräusch her? Guck dir das mal an. Ach du heilige Scheiße. Die Stimme der Feuer. Leute, ist ja ultra heftig. Das war auch nochmal eine Küche. Wie
krass das aussieht mit der Scheibe. Ich weiß gar nicht, ob ich das so richtig gut drauf bekommen werde, weil halt dieses Gegenlicht ist. Aber hier ist komplett der Schimmel. Hier oben ist die Decke schon runtergekommen. Seht ihr das? Hier hing offenbar so eine Dunstabzugshaube, würde ich mal vermuten. Die ist mittlerweile einfach hier auf dem Boden gelandet. Aber warum brummt es hier so? Ich weiß es nicht. Es kommt doch von hier. Hier aus diesem Schrank an. Ich weiß nicht, oder die Heizung. Nee. Ich weiß es nicht. Oh, diese Schwimmen neben mir. Oh. Das kommt von hier. Was ist das denn? Ich weiß es nicht. Aber wenn hier Strom noch wirklich... Ultra laut, ey. Wenn noch der Strom geht an, ja. Sollte man das lieber abhauen? Der Bewegungsmelder? Ich weiß nicht. Lass uns mal ein bisschen gucken. Ich weiß nicht, woher es kommt, dieses Geräusch. Aber es kommt definitiv von mir, Ego. Ja. Ich weiß es nicht. Dann lass uns noch ein bisschen mehr beeilen, komm. Mein Gott, das hält ja alles nicht so rum. Hier ist ja richtig viel Schimmel auf der Seite. Ja. Hier liegt es nicht selbst hin. Da ist noch Schweiß. Ja. Wow, krass. Guck dir das mal an. Wow. Richtige, krasse Badewanne. Ja, und überall. Fette Spinnweben und da oben der Todesschimmel, Leute. Ja, natürlich, der ist so ein Film. Ja, konnte man sich in der Badewanne schon mal angucken, ne? Hm. Scheiße. Hm? Geh weiter. Ich bin sie. Das ist unheimlich. Guckt euch das mal an, hier ist noch ein Badezimmer. Alles zugestellt hier. Jetzt haben wir einen Transporter gesammelt. Das ist so krass, was auch immer. Ja, guck mal hier. Alles mit VHS-Kassetten, Leute. Mann, geh mal da rein. Ach Gott. Die hatten hier einfach mal einen Billardtisch gehabt. Und da hinten hatten sie so eine Schallplattensammlung. Ja. Heftig. Richtig schöner kleiner Billardtisch, ne? Klein. Und die Kugeln sind noch da und hier hat man auch noch Scrabble gespielt. Ja, wie schon vorhin, sehr. Ich habe jetzt gerade echt Puls an, ja. Ey. Warum? Ich weiß nicht, fühle mich jetzt gerade irgendwie ein bisschen unsicher. Ja, jetzt auf jeden Fall noch das Schlafzimmer. Ja, noch die ganzen Sachen in den Schränken. Boah. Na, das ist natürlich voll zugestellt. Ja. Hier ist ein großer Fernseher. Das war ein Röhrenfernseher, aber. Und hier noch ganz alte Urlaubsbilder, ne? Mhm. Also wieder sehr, sehr viele persönliche Gegenstände, wo man sich fragt, warum ist überspinnen? Warum lässt man das? Was war das? Das hat sich irgendwie wie ein Auto, was ist hier gerade? Geh mal weg. Geh mal weg. Das fehlt uns jetzt echt noch. Warte mal. Lass mal da gerade rausgehen, da kommen wir zu dieser Empore. Angehört. Und hier ist ja kein Schotter, oder? Boah. Leute, ich habe gerade echt übelst Angst. Richtig Angst, ey. Boah. Ich hatte eh schon so ein schlechtes Gefühl. Das hat sich angehört wie von unten. Aber gar nein, das ist von der Seite. Ich bin gekommen. Von dir. Einfach bitte rausgehen. Ich habe so Angst. Ich habe von vornherein ein schlechtes Gefühl gehabt. Von vornherein. Das hört sich ziemlich schön an.
ist auch noch ein Schlafzimmer. Krass. Kannst du von dem Fenster da vorne vielleicht auf die Straße runter gucken, wo wir reingegangen sind? Mhm. Irgendjemand den Rasen gemäht.